So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier von Euro Truck Simulator 2. Ich bin auf dem Weg nach Groningen und ja, was soll ich dazu sagen? Ich bin jetzt gerade ein bisschen am gucken, aber ja, das geht jetzt, ich wollte gerade sagen, muss auch weitergehen hier. So, wir fahren nach Groningen und sind auf dem Weg dahin. Ja, wir fahren nach Groningen, sind auf dem Weg dahin, als ob das ein Unterschied wäre. Wir machen mal unser Tempomat wieder auf 80. Es regnet in Strömen. Wir haben den Wischer an und ja, kommen aber noch gut zurück. Gleich kommt ein schöner Tunnel hier. Ich weiß noch nicht, welcher Tunnel ist denn das? Soll das der Ems-Tunnel sein? Ha, könnte vielleicht so sein. Wenn das hier, ja, das wird jetzt wohl der Ems-Tunnel sein. So in der Art. Und wir gucken hier, wie schön das ist, ne? Europaweit unterwegs. Wenn wir rauszoomen und dann, okay, dann zoomen wir dahin, wo wir, okay, wir sehen auch da die Straßen, die ich schon befahren habe, die sind gelb markiert, aber auch gut gemacht, dann weiß man, okay, da war ja schon mal überall und wir können mit durch die Map auch mal sehen, wo der nächste Parkplatz ist, das heißt kurz in Groningen, da haben wir wieder eine Tankstelle, aber ich glaube, wir können die Tour noch durchfahren und dann, oh, was ist hier los? So, ich will über 80 fahren, allerdings könnte es auch zu schnell dann sein. Ja, sehen wir auch. Staut sich ein bisschen hier im Tunnel. Ist ja wohl meistens ja so tatsächlich bei den LKW-Spuren, dass sich das da staut. Fahren und ah, Mann! Fahren ohne Licht, ich glaub's nicht. Also jetzt jede Tour irgendetwas passiert, was immer Abzüge bringt. Mag wohl bergauf gehen, aber ich komme ja gar nicht mehr in den Quark gerade, also. Zu müde bin ich noch nicht. Allerdings kann ich aber auch hier rausfahren, vorsichtshalber. Bringt mir sowieso. Na guck, hier ist ein langer Parkplatz. Bevor wir das machen, schauen wir uns mal den Auftrag an. Wir können ja den Auftrag, den wir ausgesucht haben, auch hier irgendwo finden. 5 Stunden Restzeit. Ist schwierig, wenn ich jetzt, wie lange schläft er denn wohl? 5 Stunden. Das weiß ich jetzt gar nicht. Man will ja jetzt nicht 8 Tage schlafen oder so. 5 Stunden. Für eine Ruhepause drücken Sie die folgende Taste Eingabe. Ja, das waren jetzt, okay. Ja, schön. Jetzt haben wir zu viel geschlafen. Das ist auch, da müssen wir uns unbedingt drauf achten. Autsch. Unfall, Mann, ey. Ich dachte, da wäre dann so eine Art Beschleunigungsspur vom Parkplatz runter, aber war ja wohl nicht der Fall. Ich fahre hier wie so ein Besenkter. So, also noch mehr Schäden, Konventionalstrafe, ein richtig erfolgreicher Auftrag. Baustelle. Oh Mann. Jetzt können wir
beschleunigen. Schön, so eine kleine Baustelle eingebaut. Vielleicht wandern die ja auch, das wäre richtig toll. Also sprich, die Baustelle sind immer mal woanders. Der Wischer könnte vielleicht mal ausgestellt werden, ja. Guck, der ist eingeschlafen. Der Bauer da auf dem Land. Die Gegend ist schon sehr detailreich, wenn man sich das anschaut. Da wird schon sich richtig Mühe gegeben, dass es auch ordentlich aussieht alles. So, wir sind jetzt gleich erster Aufenthalt in Groningen. Zentrum müssen wir, nee, da müssen wir nicht raus. Und ich habe vor mir sogar einen Autotransporter gleich. Wir wollen geradeaus weiterfahren, müssen uns aber langsam nach links orientieren. Das heißt, vielleicht... Ja, ich liebe die Autofahrer im Spiegel. Dann seht ihr das im Spiegel. Ich blink links und ja, jetzt muss ich so links abbiegen. Es ist eine Katastrophe. Schwierige Kreuzung hier. Oh Mann, nichts passiert. Ein Glück. Habe ich Unfall verursacht? Was nun noch, du Mann? Ey. Ich glaub's ja nicht. Dafür bin ich zu knapp an ihm vorbeigefahren. Das ist durchaus eine Möglichkeit. So, wir sind dann auf linke Spur, weil wir eh abbiegen müssen. Achso, der war drüber. Nee. Okay, da vorne muss eine Einfahrt kommen. Ich sehe sie auch. Okay. Da sind wir in Alt angekommen. Machen wir ein paar leichte Einparkübungen hier. Siehst du, diesmal ist auch gepasst mit dem Einparken. Und jetzt haben wir tatsächlich Schäden 1,6%, ein bisschen verloren 300 Euro. Unpünktlichkeit nochmal 400 Euro. 4100 gab es trotzdem noch. Es geht, würde ich sagen. So, jetzt sind wir in Groningen. Jetzt müssen wir natürlich versuchen, einen Auftrag zu finden, der aus Groningen stammt. Bevor ich jetzt woanders hinfahre. Groningen. Ah, ich kann sogar die Städte anklicken. Groningen. Und jetzt haben wir Rotterdam. Also wir könnten weiter in Holland rumfahren. Erwartete Dienstag 7:14 noch was. Wir sind ja jetzt eigentlich ganz fit auch. Haben erst geschlafen und schaffen dann auch wohl die Strecke runter. Oh, wo auch mal die lang geht. Das sieht interessant aus. Die will ich wohl nehmen. Die Strecke scheint ja wirklich ein bisschen... interessant zu sein, allerdings weiß ich jetzt nicht, wo ich hinfahren soll. Was muss ich jetzt mitnehmen denn? Hä? Normalerweise gibt es dann immer schön einen. Ja. Sag bloß, ich muss erst nach Rotterdam fahren und das Ding. Nee, dann würde es ja auch anzeigen.
wo ist der Auftrag? Ne, der ist auch gar nicht drinne. Okay. Aber er macht das nicht. Na gut. werden wir nochmal. Es ist ja komisch. GPS ist aber aktiv bei dem Auftrag. Vielleicht, warum steht denn da GPS? Weiß ich auch noch nicht so genau. Na gut, wir finden den Händler auch wahrscheinlich so. Müssen wir mal schauen, wie das, wenn ich schon beim Händler bin, wäre das ja was. Das ist Euro, nee, wo ist er da? Achso, Akris, okay, bin ich ja gerade. Deswegen vielleicht auch. Ich bin ja hier bei dem Geschäft. Fahren wir da mal hin. Und da ist der Auftrag. Aha, so. ja, das hat gepasst. Vielleicht ein bisschen zu doll, ne? So. Den Folgeauftrag direkt von hier, das ist mal gut. Dann können wir so fahren, ohne erstmal den Händler zu suchen. Natürlich müssen wir jetzt schön in Ruhe. Rechts abbiegen. Oh Mann, ey. Kommen wir ganz im Stehen. Und jetzt kommt da einer. Das war's aber auch. Okay. Hier darf ich sogar 80 fahren. Ist ja auch ganz super. Wir können schon mal rechts halten vielleicht. Das wäre sinnvoll. Und jetzt wieder ein bisschen weniger fahren. Ne, immer noch 80. Ne, jetzt zeigt er 50 an. Ist eh rot. Komm hier. Das geht doch. Ist hier Smog oder warum sieht das hier so neblig aus? Ist ja, ne? Nur an der Stelle hier. Okay, ich muss mich also hier ein bisschen nach links orientieren. Die Bahn ist eh frei. Kein Problem. Da ziehen wir so rüber. Rotterdam, Amsterdam. Was machst du da? Hier ist ein Stoppschild, aber nicht parken. Oh. So, rechts ist, ja, komm jetzt. Na egal, danke. Danke, danke. Hat er mich vorgelassen? Ich dachte, er fährt weiter. Ich hätte wohl warten können, ne? Aber der war ganz nett und hat mich vorgelassen. So, auf nach Rotterdam. Jo, jo, jo. So, ein bisschen in Holland rumcruisen ist auch nicht das Problem. Guck, hier geht's wieder zum Zentrum und wir können auch mal ein bisschen beschleunigen. Ey, das fühlt sich aber schön gemütlich. Dafür, dass es jetzt einer der ersten LKWs ist, die wir jetzt hier gekauft haben, ist er schon, fühlt er sich schon ganz gut an. Also, gibt's bestimmt schlechtere und ich bin ganz zufrieden mit dem Kauf.
So, wir werden jetzt den einfach die nächste Tour abliefern und mal gucken, ja, wie viel Geld habe ich denn jetzt? 5000, okay, Kredit, ja, ich muss auch immer 2000 pro Tag mindestens verdienen, damit wir einen Kredit da bezahlen. Die gleiche, ich glaube, auf der Tour, da fahren wir über eine richtig schöne Brücke. Das ist ja interessant. Ich bin gespannt, wie die aussieht. Und ja, wenn ihr diese Tour über die Brücke dann miterleben wollt, dann müsst ihr wohl in die nächste Folge reinschauen, weil diese Folge endet auch gleich. Wir haben es gleich wieder geschafft. 15 Minuten sind um. Und ja, dann würde ich sagen, müsst ihr wohl in die nächste Folge schauen. Ich bin gespannt, wie die Brücke aussieht. Ob man das wirklich so wahrnimmt, weiß ich auch noch nicht. Wie lange sind wir denn entfernt davon? Ja, wir müssen jetzt einmal ein bisschen durch eine Kurve und hier richtig lang gezogen. Das ist doch hier, wo, wie heißt die, der, ich vergesse das immer. Riesengroßer Seebereich ist hier in Wirklichkeit. Und da kann man ruhig mal hingehen, ganz schön dort. Ja, wie ist eigentlich, geht die Karte noch Richtung Süden hier runter? Oder ist, das sieht so oh, ah, rechte Maustaste. Nee, der muss weg. So. Okay, wir können England auch noch besuchen und ein bisschen in Frankreich reinfahren. Also, wir haben hier jetzt nicht alles an Strecke frei. Gibt ja viele Erweiterungen. Also, für interessierte Spieler ist das ja durchaus möglich, hier noch mehr zu finden. Und ja, ich gehe in diese Karte rein. Hier kann ich schön das Spiel beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann sehe ich euch gleich wieder in der nächsten Folge, wenn ihr sehen wollt, wie ich über diese lange Brücke da in Amsterdam, ist es jetzt nicht, aber vor Amsterdam fahre. Schönen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.